erlebt habe mit den Mönchen. Euer Haus und das ist wunderbar. Das ist einmalig. Was müsst ihr alle auspacken? Ich werde es gar nicht kaputt machen, das Papier. Das ist einmalig. Wenn man so im Urzustand, ich ziehe mich doch besser erst an, ne? Ich, nein, was ist das denn? Polaroid. Ist das eine Sofortkamera? Ja. Guck mal hier, was schön ist, die Sonnenblume, ne? Einmal, ich liebe ja Sonnenblumen. Oh nein. Und das ist zum Umhängen sogar. Nein, ist ja unwahrscheinlich. Dass die, wie das gewohnt ist und immer mal. Oh nein, was ist das denn hier? Och, das gibt es ja gar nicht, hör mal. Anke. Anke. Mein Gott noch. Oh, das kann ich das anziehen heute. Hör mal. Ich habe keine schwarze Hose. Blau. Was für einen schwarzen Rock? Einen Rock habe ich auch nicht, mit schwarz-grau. Ich habe nichts Schwarzes. Ziehe ich das heute an? Ja, das musst du wissen. Aber doch nicht über den Trainingsanzug. Das kannst du nicht über den Trainingsanzug anziehen. Wo die wohnen können, können auch übernachten, ne? Oh, muss ich mal gucken und lächeln. Wunderbar. Ja, und wenn heute Nachmittag der FC gegen Bayern spielt, komme ich ja? Im Auto eh nicht durch. Ich bin wesentlich schneller, auch beim Berufsverkehr zwischen den beiden Kirchen mit dem Fahrrad als mit dem Auto. Bei schlechtem Wetter fahre ich zwar mit dem Auto. Ja, in Mostorf, ja. Die sehr tätig ist in der Kirche. Firsching. Die Frau Firsching. Kennen Sie? Ja, natürlich kenne ich sie. Die war mit mir schon im Kindergarten zusammen, so lange kennen wir uns. Frau Firsching, die gehört, ist eine Institution in Müngersdorf. Nicht, ne? Also die sorgt für Ordnung. Ja. Die also hat gesagt, hat auch. Patente Frau. Also im hohen Alter noch. So ein klein Persönchen. Die ist noch kleiner wie ich, ne? Aber oho, nein. Ich bin nicht so. Du fühlst dich doch nicht so gut. Sie haben ja schon Besuch. Ich wollte Ihnen das mal angeben. Und dann gehe ich noch. Ja, nein. Ne? Ist dann nicht herrlich. So, wunderbar. Das ist immer ein leises. Da habe ich schon gehabt. Ich war noch. So. Ja. Und hier kommt ohne viel Geheule. Eine alte Walduhreule. Was ist das denn? Die hat es auch nicht mehr groß mit Flügeln schlagen. Drum lässt sie sich gemütlich tragen. In Zukunft sitzt sie hier neugierig und lauscht, wie du mit deinen Nachbarn die alten Geschichten austauscht. Kurz und gut, die Eule ist schwer und so viel Zeilen behalte ich auswendig auch nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch! Das Stück von so, jetzt musst du mal gucken. Und der Sohn. Das musst du mal graben. Und dasselbe Trio habe ich auch. Oh. Ja, das gibt es nicht. Ja. So, herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen alles Gute. Auch mein. Pass auf. Gut absetzen. So gehen die mit mir um. Ja. Und der kommt jeden Montag und Donnerstag. Da heißt der Modo. Modo, der kommt. Ich glaube, der kann man gar nicht ausmachen, ne? So. Jetzt wohnen Sie in Kerbenschotter. Achso, Entschuldigung. Das ist herrlich. Das wird alles in Bild aufgenommen. Ich habe Filme. Den ganzen Lebenslauf. Aber Sie sind auch ohne dem alt geworden, ne? Ja, ich habe Sekt zugesagt bekommen, sagt der Arzt. Kleines Bötchen, das wäre nicht schlecht. Und da gibt es so kleine Fläschchen, Piccolo, ne? Ganz ja. Kleine. Ja, manchmal muss es ein Mumm sein. Ich kriege so einen neuen Arzt, der andere hat aufgehört. Nee, das ist der Arzt von der Ecke. wie hieß der noch? Sieht ja aus, als wenn ich ihn spritze. Oh, wie herrlich. Komm an. Komm an. Oh, ups.
80 Jahre älter, ist doch nicht so schlimm. Nein. Schön. Ich darf die Mama aufstehen. Jetzt soll ich ihr das geben? Ja, nur okay. Da wissen, dass sie dabei sind. Genau, genau. Das waren die Kinder, einer sind schon weg. Ja, und ja. Der Pastor war bei mir. Die war auch schon da. Oh, ja. Der Herr Arndt, oder was? Ja, was die Schwester. Ja? Ah, ja. Vielleicht nimmt er sich zurück. Gibt er doch auf. Würde ich auch. Oh Gott, oh Gott. Das kommt doch schon. So schlimm ist es. Dann Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, ich habe schon einen Geburtstag gehört. Ich habe sie so besucht, sehr lange. Ich hätte gesagt, vom Papst nicht, aber vom Kapitän. Den hatten sie ja dann eben. Ja, vielen herzlichen Dank. Eins ist für die Frau Reinhardt und eins ist für die. Oh, wie schön, die Sonne geht ja, auf. Wir haben sie noch bekommen. Nee, die ist so klein, da kommt noch der ja. Da hat sie sich Die möchte ich gerne sehen. Und da habe ich es eben nicht gefunden, ich habe nur eins. Das genügt aber. Eins genügt auch. Den Rest gucken wir beim nächsten Mal. Ja, das Die lachen immer nach. Ja, sie sitzt schon wieder da.
Wisst ihr noch vor ganz vielen Jahren, wie schön das alles damals war?
Man konnte springen, immer lachen und manche schöne Sachen machen. Er verhüpft. Und alles, was schön ist, das darf man nicht nehmen. Als in meiner Woche jung, Hück ist an Erinnerung. Die Jungen gingen in und aus, sie führten uns zum Tanzerus. Er verhüg, alles, was schön ist, das jete Knippe. Die Männer drohen uns abhängen. Man hatte noch kein Ping, kein falscher Zeng. Man tat denn alles, nichts war uns zu viel. Es war für unser Kinderspiel. Er verhüg? Und alles, was schön ist, das geht ja. Man droh Kleider. Lustig und bunt, tief ausgeschnitten, spitz und rund. Es brät uns Kinder mit Brühen am Bett, man nahm auch kein Wärmflasch mit. Er verhüllt? Und alles, was schön ist, das kann man probieren. Doch wenn wir vieren, dann haben wir kein Pinsel. Egal, ob wir 70, 80 oder 90 sind. Doch am Tag danach, da haben wir es nicht nur im Knie, dann legen sie auf einmal alles wieder wie. Ja, lieber, ganz viel Glück. Und ja, keine Sorge. Wünsch mir dir nicht nur für morgen, auch für übermorgen ganz viel Dach, die dir der Herr Jörg schenken mag. Sei froh in deinem Kabinettchen, Jörn, abends früh in der Bettchen. Weh dir zu dünn und nicht so rund und blieb noch lang. Lief lang noch fröhlich und gesund. Sehr Dank. So. Es geht ja hier zu und dort zu. Feuer, 90-jähriges Feuer durch drei geteilt, oh, 3 mal 30. Ja.
nichts im Garten mit dem Telefon. Ja, da hat man noch mal rumgewissen. Nein, das ist heute, sind die, da hinten habe ich ganz viele. Ja, nee, das muss ein ganz spezieller Baum sein. Der kommt von der Haustür. Carola, Sarah, Julian, Elisabeth, Seher. Und alle, Dieter und Anneliese und die ganzen Nachbarn haben wir den geschenkt. Weil du dir den Baum gewünscht hast. Ich weiß ja nicht, was das ist. Ihre Atmosphäre ist Ihr Garten. Datura ist das ja nicht. Trompetenbaum. Ich bin ein Mensch, der auch so Temperatur hat. Das ist aber ein Kirschbaum. Nach der Blätter. Sitzen wir ganz gut. Und dann sitzen wir da mit. Du musst doch denen irgendwann einmal gesagt haben, was du dir wünschst. Irgendwie hat es ja einen Baum. Von der Zeit, ich hätte gerne einen hohen Baum hier vor der Tür. Aber irgendwie die Gardine ist ja kaputt. Ja, aber das muss doch irgendwie. Ist doch egal. Scheiße. Ja. Nein, ich spiele nur vor. Der Schoppen sagt, den hättest du dir immer gewünscht. Und da haben wir ja schon gesagt, mein Gott, was macht das für ein Baum sein? Das muss also was ganz Spezielles sein. Durch den großen heißen Stein, die Leistung haben. Was ich Ihnen vorher Zusatzdienstleistung angeboten habe, weil Sie zufrieden mit meiner Arbeit waren. Die Zwillinge. Ja, das war der Vater mit dem Georg, ne? Ja. Ja, die ungleichen Zwillinge. Aber wer hat das denn mir mitgebracht? Das ist ein Schloss. Seife. Was ist das? Entweder ein Kölner Dom oder so ein Schloss. Oder Cologne. Hat man gar nicht mehr 4711. Und Duschgel in der also finde ich praktischen also das finde ich Plastik. Anfängen, da kannst du aufhängen, also das ist hier. Ich habe die ganze Badewanne randvoll von Sachen, die ich alle selber hier so schöne Möppchen sind da drin. Möppchen. Fühl mal. Oh, das ist schön. Ne? Was sind denn? Das ist ein Wanderbad, ne? Ja, Winter ist bestimmt kalt, ne? Ist unwahrscheinlich. Das erinnert mich an den Peter Stehmann, ne? Wir haben einen Freund, der hat einen ähnlichen Raum, der ist Hobby-Tischler. Tja, das ist das gute Stück Studio. Studiokamera. Es gibt, ursprünglich habe ich auch sogar hier noch, das ist noch da oben drauf, einen Telefonanschluss, damit ich. Wenn die Alarmanlage auslöst, bekomme ich zu Hause ein Signal. Mhm. Nur ich habe durch das Handy, war das Blödsinn hier, das war mir zu teuer, einfach mit dem Telefon angeschlossen. Habe ich das dann aufgegeben. Ja, vor allem habe ich schon gesagt, das ist so praktisch, wie wir darstellen. Gerät auch so groß, die jetzt die eine sehr hohe Ladung aufbauen können. In dem Moment, wo ich auslöse, darauf verzichte ich jetzt mal, weil ich nicht weiß, ob die Kamera dann Schäden nimmt. Vielleicht ist das durch das Bild. Und darum habe ich die, es gibt normalerweise in Studios immer diese Deckenaufhängung für die Blitze. Aber das bräuchte ich gar nicht, weil ich zu selten hier fotografiere. Also das so Licht auf der Erde? Das kam gerade der Bauer. Das war da drüben, Alter.
nicht tun. Immer, das zerstört das Schöne hier. Und also ich wollte eigentlich möglichst Symbole vermeiden. Also man soll jetzt nicht irgendwie direkt anhand von Symbolen dann auch alle hinterher meinten. Ja, sie hätten sich auch alle eine Geschichte. Die Decke, die war drin. Mittagspause von zwei Metzgerfrauen. Oh, wie schön. Okay. Wer ist das? Das ist ja toll, das Bild ist. Okay. Dicke Stäbe, die ich da. Jetzt habe ich da eine Hand drin. Achso, die sind gar nicht vom Kinderwagen irgendwie Schatten. Ich weiß, wir sind hier mit diesen vier Stäben. Diesen vier Stützen zum Stelle aufgebaut, an dem das festgeschraubt war. Diese Winterlandschaft im Hintergrund sollte noch ähnlich sein. Sie war uns beleidigt auf der Blümchentapete. Ja. So schätzt du mich ein? Sein Kommentar zu dem Bild war, da sehe ich ja gar nicht. Ja, man kann auch sehen, also ein bisschen schwarzer Humor, das finde ich ja auch ganz gut. Das ist zum Beispiel dann so eine Sache. Ich merke, dann war Sperrmüll und dann habe ich diese Lampe gesehen. Ich dachte, oh ja, geht's aber gut. Ist ja unwahrscheinlich. Weil ich habe irgendwo hab ich noch das Holz liegen, da hinten in der Ecke steht das Holz für eine Kiste, um das zu transportieren. Sagt, ein Foto muss ich auch von mir machen. Ja. Da ich der Fotograf bin, habe ich gesagt, okay, ich komme durch das Fenster. Also der theoretische Teil hat sich dann damit auseinandergesetzt. Also ein bisschen ist philosophisch. Unwahrscheinlich. Nee, das hatte ich jetzt etwas ganz erzählt. Wir haben ein paar Bauern kennengelernt. Da habe ich mir gedacht, es gibt diese mittelalterlichen Genrebilder von Festen oder von anderen Dingen. Und so etwas Ähnliches zu machen dann mit diesen Bauern zusammen, weil von den Personen sind die immer ganz interessant. Mhm. Allerdings dann so ein alter Meister. Und die Kamera musste auch dran glauben. Das war auch, glaube ich, das allererste Bild. Hat die so ein schönes Bild bekommen, die da sieht? Ja, das war irgendwie, ich weiß nicht. 60 Kerzen verändert. Man merkt es ja schon an der englischen Maßangabe für den Frieden. Ach so. Das war, wie alt war der denn? Das ist nicht ab 203. Ja, das war zu erwarten, der war ja. Aus. Jetzt war auf unserer Flick-Couch. Zu dunkel. Zu dunkel, komm, du schön weg. Komm, das ist auch nicht unüblich. Du wolltest die andere Seite. Da draußen wurde dein Atelier, ist noch was dazu, ne? Zieht das nicht mal vor? Ja, Büroraum, nur wäre da, wie hat der Vermieter gesagt, ja, können Sie gerne haben, müssten Sie nur das Gebäude entkernen. Das ist ein alter Bauernhof, da muss einiges gemacht werden dann, ne?
Und ja, von daher war es halt leider nicht so. Und es gibt immer noch die Option, diesen Studioraum, sollte es jetzt mal nötig sein, geht so gut, dass er sagt, also wenn Sie das schauen, würden Sie auch gerne haben. Ach ja, das hat sie ja gesehen. Er hat das jetzt zur Zeit zwar vermietet. Den Schal habe ich fast immer an. Wir hören mehr und überall. Ja. Nur das am Hals. Ich habe einen Schal, da den ich in der Höhe. Ja? Wir sind denn dabei?
Ja, das will ich auch nicht. Man kann das immer untereinander mit extra Bühnen, die wirklich ankommen. Ich habe das ja auch hier bei den jungen Leuten. Ne? Ja, natürlich. Finde ich richtig. Das geht ab. Das ist, was wie der Vater gerne hatte. Das ist mein Goldstück. Das ist eigentlich schön, oder? Das ist wunderbar. Aber die kann man nicht auslösen. Das ist auch gut. Ich finde bei Ihnen nichts. Und ganz egal, wie Sie liegen, ob auf Hüften, auf der Seite, auf dem Baum. Das ist egal. Ja, das möchte ich am liebsten. Wohin? Ich habe nur gedacht, vielleicht lassen wir die für den Martin und den Kram. Ja, ist auch schön. Ja, und Martins. Danke, gut. Den haben Sie gar nicht erkannt, ne? Doch, schon. Martins. Der wächst auch immer noch. Gar nicht einfach. Ich einmal die Wunde. Ich habe was angepasst. Das geht bei jede Woche. Heute nur jede Woche. Kennst du, ne? Firmen? Nein, nicht an die beiden nach. Das ist toll. So link. Was ist das? Eine Kamera. Eine Kamera? Oh nein, ich bin nicht frisiert. Muss ich mich erst frisieren. Nee? Ich war nur alleine. Das schaffe ich. Du kannst noch nicht im Garten werfen.
Was nimmst du denn jetzt auf? Den Winfried? Ja? Das finde ich, dass du irgendwie die Tasten unterbringen musst. Immer nur lächeln. Nee, die neue Kamera, es gibt das ist eine Glasfaser, die ist so groß. Und die wird zum Beispiel für militärische Zwecke oder Geheimdienstzwecke gemacht. Und dann hast du einen Weitwinkel, da kannst du den ganzen Raum überwachen. Ne? Nein. Digital, ne? War denn noch Stromboli? Das ist so eine faszinierende Insel, also da hat ich. Entschuldigung. Naja, aber nicht auch. Ah, es ist keine Eruption. Nee. Das ist keine Lava. Ja, also was ich ja stark finde, ich habe kurz einen Film gesehen. Boah, aber okay, das ist, glaube ich, teuer. Aber die Flüge sind nicht mehr so. Ja, es ist halt US-Dollar. Warte, dann hast du geschlossen selbst. Komm hier hin. Ja. Und da dachten die Leute, dass wir zu ihm kommen. Ja. So. Aufhängen. Das ist für hier zu passen. So. Oh, rutschst du eins weiter oder? Nee, der kann so besser. Wir haben aber auch schon mal von dieser Stadt drüben. Nein, ich bin froh, dass das nicht so groß ist. Nein, wir gehen aber noch mal hin. Wir haben im Sommer mal nicht an dem Rundell da vorne unterm Dach draußen essen wir zwei. Weil das ist unkompliziert. Toll, eine Lichtstärke hat, ne? Also. Nein, oben um die Augen, wir zoomen hier. Zoomen. Deine Augenfältchen haben wir gezoomt. Hör mal hier, das ist ja hier Crasher-Kartei. Komm, wer kennt der, ne? Ja? Eigentlich muss man auch Fisch essen, ne? Ich komme da sowieso. Als bestimmt gewonnen. Die haben ja gegen die Löwen gespielt. München gegen München, ne? Kalder. Vollstadt noch so? Was? Gar nicht. Ja, ein bisschen müssen wir schon machen. Wir sind doch jetzt erstmal hier. Ich glaube, ich tue mir gleich ein kleines Salatschüsselchen. Oder ist das nicht da? Das ist nicht so angepasst. Nee, hier kannst du doch einen kleinen Salat. Ja. Musst du sie schaffen? Die Kerze, hat der Vater gesagt. Die soll immer. Hat der Oliver bestimmt nicht gemacht. Bitte? Solche weisen Sprüche hat der Oliver bestimmt nicht gemacht. Doch, der hat ganz weise Sprüche gemacht. Da war der so ein Knirps, so ein klein Knirpschen. Da hat er das gehört. Doch, ich fand das ganz wunderbar. Und der ging ja auch an den Tischen vorbei mit dem Papierkorb. Nee, das war der Oliver auch nicht. Das war der Oliver nicht. Nee. Ich habe doch Bilder davon. Nee. Das war der Oliver nicht. Die hat mir so viel Spaß gemacht. Glaubst du gar nicht. Die sind auch so nett. Aber wer jetzt so lange nicht hier war und wiederkommt, weiß ich ja nicht mehr. Die hat. Irgendwie einem fahrbaren Ding.